Wir haben viel, viel Arbeit gehabt nach der Wikinger-Rallye. Jetzt nicht nur wegen unserem Ausritt, sondern generell. Man merkt, dass durch die 33 mm Restriktor jetzt das doch mehr auf den Antriebsstrang geht. Ja, der Restriktor ist im Prinzip vorgesehen, der sitzt vor dem Turbolader und begrenzt im Prinzip den Durchfluss von der Luft. Wenn man jetzt im Prinzip ganz ohne Restriktor fahren würde, dann könnte man da weit viel Leistung in das Fahrzeug reinmachen. Aber durch die FIA wurde das festgelegt, die ganzen letzten Jahre auf 32 mm. Und in diesem Jahr, um es ein bisschen anzupassen, auch gegenüber der Super 2000 Fahrzeuge, um ungefähr ein bisschen wieder das aufzuholen, sage ich mal, haben sie dieses Jahr 33 mm erlaubt. Und man sieht oder hat gesehen auch bei der Wikinger Rallye bereits, dass das auf jeden Fall was gebracht hat. Es sind ungefähr bei uns circa zwischen 12 und 15 PS, die wir mehr haben, aber hauptsächlich mehr Drehmoment. Und entscheidend ist, wir haben ein breiteres Drehzahlband. Also vorher ging uns immer die Luft quasi bei ca. 5000 Umdrehungen aus. Und jetzt können wir doch bis fast 6000 Umdrehungen drehen. Und das hilft natürlich auf jeden Fall.